Obwohl Simone Hanselmann in ihrer Schauspielkarriere große Erfolge erzielt hat, kommt ihr Leben nicht um Ereignisse und Traurigkeit herum. Eine ihrer größten Herausforderungen war die Trennung ihrer Eltern, als sie noch sehr jung war. Die Scheidung ihrer Eltern hatte nicht nur Auswirkungen auf Simones Familienleben, sondern verursachte bei ihr als Teenager auch tiefe mentale und emotionale Schmerzen. Die Migration mit meiner Mutter und meiner Schwester in die USA war eine große Veränderung und bereitete mir viele Schwierigkeiten, mich an die neue Umgebung und das neue Leben dort anzupassen. Auch wenn sie schwere Zeiten durchlebte, musste Simone nach der Wiederverheiratung ihrer Mutter mit der Trennung zwischen dem Leben in Amerika und der Rückkehr nach Deutschland mit ihrem Vater klarkommen. Darüber hinaus kann die Arbeit als internationales Model einen großen Druck auf das Erscheinungsbild und das Image ausüben und gleichzeitig eine Herausforderung für ihren Geist und ihr Selbstvertrauen darstellen. Dieser Druck kann bei Simone auch Angst und Traurigkeit hervorrufen. Trotz aller Herausforderungen und Trauer blieb Simone Hanselmann jedoch immer stark und entwickelte ihre Karriere weiter. Ihre Beharrlichkeit und ihr Einsatz sind nicht nur eine Inspiration, sondern auch ein Vorbild für ihre Fans. Erinnern wir uns an Simones Bemühungen und Erfolge und unterstützen wir sie weiterhin bei allen Herausforderungen des Lebens. Obwohl Simone Hanselmann in ihrem Leben viele Schwierigkeiten und Traurigkeit erlebt hat, versucht sie es immer noch und steht nach jeder Herausforderung auf. Die größte Trauer erlebte sie wohl, als sie in jungen Jahren die Trennung ihrer Eltern miterleben musste. Die Trennung der Familie kann unbeschreiblichen seelischen Schmerz verursachen und hat tiefgreifende Auswirkungen auf Simones Seele. Dies wirkt sich nicht nur auf ihr Privatleben aus, sondern kann auch ihr künstlerisches Leben und ihre Karriere dominieren. Trotz aller Schwierigkeiten behielt Simone jedoch ihren Glauben und ging mit Entschlossenheit und starkem Willen weiter voran. Auch wenn das Leben Höhen und Tiefen hat, sind Simone Hanselmanns Einsatz und ihr hartnäckiger Geist für ihre Fans stets eine Quelle der Ermutigung. Wir müssen uns daran erinnern, dass jede Herausforderung und Traurigkeit nur ein kleiner Teil des Lebens ist und dass ihre Überwindung uns stärker und reifer machen wird. Bitte unterstützen Sie Simone Hanselmann weiterhin bei jedem Schritt und denken Sie daran, dass Beharrlichkeit immer Erfolg bringt. Simone Hanselmann hat mit ihrer Geduld und mentalen Stärke bewiesen, dass sie alle Schwierigkeiten überwinden kann. Obwohl sie über die Trennung ihrer Eltern sehr traurig war, verwandelte sie diesen Schmerz in Motivation, sich weiterzuentwickeln und beruflich erfolgreich zu sein. Simone Hanselmann ist nicht nur eine talentierte Schauspielerin, sondern auch eine starke und zielstrebige Frau, die sich den Herausforderungen und Belastungen des Lebens stellt. Indem sie Schwierigkeiten akzeptierte und überwand, wurde sie zum Symbol für Ausdauer und Stärke. Erinnern wir uns immer an Simone Hanselmann und unterstützen wir sie auf ihrem Weg. Denn bei jeder Herausforderung hat sie bewiesen, dass Stärke und Wille jedes Hindernis überwinden können. Simone Hanselmann zeigt mit ihrer Liebe und ihrem Engagement für SOS Kinderdorf und andere wohltätige Zwecke, dass sie nicht nur eine talentierte Schauspielerin, sondern auch eine mitfühlende und unterstützende Person ist. Unterstützung der Gemeinschaft. Durch die Organisation von Wohltätigkeitsveranstaltungen und die Beteiligung an Kampagnen wie Supper Club, SOS hat Simone Hanselmann ihre Fürsorge und Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft und den Bedürftigen unter Beweis gestellt. Diese Aktion hilft nicht nur Bedürftigen, sondern inspiriert auch andere, sich an gemeinnützigen Aktivitäten zu beteiligen. Als Mutter muss sich Simone Hanselmann auch den Verantwortungen und Belastungen des Familienlebens stellen. Indem sie jedoch stark, sanft und fürsorglich war, schuf sie ein warmes und glückliches familiäres Umfeld. Lassen Sie uns Simone Hanselmann weiterhin in all ihren Bemühungen unterstützen und ermutigen, nicht nur in ihrer Schauspielkarriere,
sondern auch in ihren gemeinnützigen Aktivitäten und ihrem Familienleben. Was Simone Hanselmann betrifft, werden wir uns immer an ihre Beiträge und ihren philanthropischen Geist erinnern und sie wertschätzen. Die Unterstützung und das Engagement von Simone Hanselmann für wohltätige Zwecke, insbesondere für SOS-Kinderdörfer, sind ein wichtiger Beweis für ihr Mitgefühl und ihren Mut. Dies verändert nicht nur das Leben der Bedürftigen, sondern zeigt auch Simones Freundlichkeit und soziale Verantwortung. Auch wenn sie viele Kummer und Herausforderungen erlebt hat, strebt Simone Hanselmann weiterhin danach, in ihrer Karriere und ihrem Leben Erfolg zu haben. Ihre Beharrlichkeit, Entschlossenheit und ihr Mitgefühl sind eine Quelle der Ermutigung und Inspiration nicht nur für ihre Fans, sondern auch für die Menschen. Damit haben wir mehrere Ziele verfolgt. Einmal konnten sozusagen die Dozenten im Vorfeld die Aufgaben, die Lösungen anschauen und bestimmte ausgewählte Lösungen in der Ratsversammlung präsentieren. Anonym natürlich wurde das Ganze eingereicht, das heißt die Teilnehmer konnten dann in der Ratsversammlung sehen, was an Lösungsideen eingereicht wurde, welche verschiedenen Lösungsideen, dass es vielleicht auch typische Fehler gab, die man dann diskutieren konnte, und damit konnten sich die Dozenten auf die Vorlesung, auf die Ratsversammlung vorbereiten. Ja, damit aber nicht immer nur zwei, drei Lösungsansätze gezeigt wurden und die sozusagen Feedback für ihre Aufgabe bekommen, wurden eigentlich für alle Aufgaben ein persönliches Feedback formuliert und auch Punkte vergeben, dass sie dann immer direkt bekommen haben auch. Und das hat dann eine Tutorin gemacht, die im Hintergrund gewirkt hat. Genau. Ja, und wenn man dann Aufgaben abgegeben hat, hat man dafür Stärkepunkte bekommen und die hat man hier auch dann direkt angezeigt bekommen. Also man sieht in einer Übersicht direkt, dass zum Beispiel Bloody Mary vor 15 Minuten 2 Punkte bekommen hat und eine Minute vorher auch schon jemand wieder Punkte bekommen hat. Also man erkennt sofort, wie aktiv die anderen Werwölfe oder Vampire sind und sollte so ein bisschen angeregt werden, auch wieder versuchen, Aufgaben zu lösen und irgendwas zu schaffen, um einfach mehr Punkte zu sammeln und die Aktivität zu erhöhen. Genau, außerdem sieht man unten Badges, ne? Man hat auch nicht nur Punkte bekommen für Aufgabeneinreichungen oder ähnliches oder Lösungseinreichungen, sondern man hat auch Badges bekommen für bestimmte Aktivitäten, ne? Genau, wenn man zum Beispiel eine bestimmte Anzahl von Kommentaren geschrieben hat, gab es ein Badge. Wenn man sich ein Profilbild angelegt hat, gab es ein Badge. Also für unterschiedliche Aktivitäten, die nicht unbedingt mit der Mathematik an sich zu tun hatten, sondern einfach mit diesem Spielerlebnis. Die auch belohnt werden sollten irgendwo. Ne? Genau. Hier sieht man jetzt beispielsweise rechts oben, dass ein Badge erworben ist für eine bestimmte Anzahl von Kommentaren und es wurde auch immer schön prominent angezeigt dann. Das Nutzerprofil wurde auch auf jeder Seite angezeigt. Also hier sieht man zum Beispiel, dass der Peter sich ein Bild hochgeladen hat, auch schon 89 Stärkepunkte bekommen hat und dementsprechend auch Badges. Ja, außerdem ist er Mitglied des Clans der Vampire, ne? Genau, das ist wichtig, weil die ja direkt gegeneinander